Biomimicry in general is a process for creating sustainable futures in any discipline. Die Basis von Biomimicry, also Bio, das Leben, Mimicry, nachahmen. Die Basis von Biomimicry und das Hauptwerkzeug, das sind 26 Prinzipien der Natur. Diese Prinzipien sind im Grunde in der ganzen Natur zu finden, überall. Ja. Die Natur arbeitet sehr lebensfreundlich. Und für uns Menschen gilt es jetzt eigentlich auch, von der Natur das zu lernen, diese Lebensfreundlichkeit. Also, dass wir in unserer Gestaltung die Natur zum Vorbild nehmen, um nachhaltige Projekte, nachhaltiges Design zu produzieren. In order to do this work, you actually have to physically and personally connect to nature. And if that's not happening for you naturally, then part of the practice is to practice being out in nature and observing and learning and feeling yourself as nature and not as nature is over there and I'm over here. Ethos, mit der Natur wiederverbinden und die Natur nachahmen. Das sind die drei zentralen Elemente der Biomimikry. Das erste Beispiel, wie ich in der Realität eines der Lebensprinzipien kennengelernt habe, ist das Lebensprinzip oder das Prinzip der Natur, kooperative Beziehungen pflegen. Und das beste Beispiel dafür ist der Werkraum Bregenzerwald selber als Gemeinschaft, und zwar nicht nur Gemeinschaft von Handwerkern und Handwerkerinnen, sondern eine Gemeinschaft, die im ganzen Tal eigentlich funktioniert. Das heißt, wir sind mit den Handwerkerinnen gemeinsam ins Forschen und ins Tun. Bisher spricht man von sogenannten Scientists at the Design Table. Das sind die Partner, Partnerinnen im Gestaltungsteam. Das sind Naturwissenschaftlerinnen. Und seit diesem Erlebnis, seit wir mit den Handwerkerinnen des Bregenzer Walds zusammenarbeiten, nenne ich das jetzt die Craftsmen at the Design Table. Das sind sehr, sehr wichtige Partnerinnen. Ich habe verstanden, dass eigentlich die Auseinandersetzung mit der Realität des Gestaltens, mit der Produktion, mit dem Produzieren selber ein ganz wesentlicher Teil des Designprozesses ist. Ja, meine Inspiration für die Ausstellungsgestaltung war die holznistende Wildbiene, weil die nutzt Ressourcen möglichst vorsichtig und geschickt. Und sie nistet sich in bestehende Strukturen ein, das heißt in den Baum, das heißt in die Larvengänge. Und mein Gedanke war, da die Struktur des Werkraums zu verwenden. Das heißt, es ist eine bestehende Struktur und wir als Menschen nisten uns jetzt in den Werkraum. Dann der nächste Punkt, was für mich auch wichtig war natürlich, ist, wie die Wildbiene das 24 Stunden zu nutzen. Das heißt, der Werkraum wird noch nicht 24 Stunden genutzt und deswegen war es jetzt die Grundüberlegung, einen Schlafplatz zu schaffen. Das heißt, der das ermöglicht. Und das ist für mich eine Holzstruktur, weil die Wildbiene verwendet natürlich auch Holz. Und das in einer großen Skulptur im Werkraum Bregenzer Wald integriert, um genau die 24-Stunden-Nutzung zu schaffen. Was natürlich von der Materialität wichtig war, ist das Ressourcen wiederverwenden. Das heißt, es ist das Brett eigentlich das zentrale Element, das zusammengelegt wird zu einem Bretterstapel. Und dieses ist eigentlich die Basis für die Einschlüsse. Das heißt, es entstehen dann durch intelligente Stapelung von Brettern entstehen Hohlräume, die genutzt werden können.
Ja, es wird jetzt bei uns nicht nur dargestellt, sondern der Besucher, die Besucherin kann das auch 1:1 ausprobieren. Das heißt, man kann sie dann wirklich in den Werk am Bregenzer Wald einnisten. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass wir die Prinzipien der Natur einerseits in der Natur selber vorstellen, andererseits aber auch im Ergebnissen des menschlichen Schaffens. Das heißt, wir werden Beispiele zeigen, was kommt dabei heraus, wenn man sich an der Natur orientiert und inspiriert und wenn man nach dem Vorbild der Natur arbeitet. When nature uses a toxin, for instance, it uses the toxin very specifically. And when the toxin has been used, it breaks down into its basic four elements. And those basic elements can be used by other organisms again in the system. So what we have done instead is we have used all the elements on the periodic table to create over 80,000 toxic materials that we have pressured together. So we say heat, beat and treat. So we force them together, these molecules that now we don't know how to separate those chains anymore. Die Kooperation mit dem Werkraum hat dazu geführt, dass sich aus dem Alphabet des Lebens eine Lernwerkstatt Natur entwickelt hat. Die Lernwerkstatt Natur, das kann man zweideutig verstehen natürlich. Die Natur selber ist unsere Werkstatt, in der wir forschen, Dinge erfinden, Dinge suchen. Aber die Werkstatt ist natürlich auch sind die bestehenden Werkstätten, die im Bregenzer Wald und speziell bei den Mitgliedern des Werkraums Bregenzer Wald vorhanden sind. One of the life principles is evolve to survive. And that means to change yourself in some way in order to adapt to the conditions that are present at this moment. So when we look at where we are as a human race right now, you can definitely say that we need to learn how to evolve. And what I mean by evolve is maybe grow another part of our brain where we can actually connect to nature and look to nature as a teacher and not something to use. Im Prinzip ist es für jeder Mann und jede Frau und vor allem für Kinder nützlich, um sich vorzustellen, wie wir in der Zukunft wieder näher mit der Natur leben und auch näher kreislauffähig mit der Natur arbeiten und produzieren können.